Hallo, herzlich willkommen, meine liebe Waage, zu deinem Dezember-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein Dezember gestalten mag. Die Extended-Version, die es immer zu meinen Monatstaroskopen gibt, wird sich diesmal etwas anders gestalten, nämlich die Jahrestendenz für das gesamte Jahr 2022, Monat für Monat. Gut, schauen wir mal generell jetzt im Dezember, welche Energien möchten durchkommen? Mit was beschäftigst du dich? Die Waage im Dezember. Oh, ich höre, die Waage ist außer sich vor Glück, vor Freude. Sie ist zufrieden mit sich selbst, auch wenn sie ab und an, sagen sie, doch zweifelt, ob eine ganz bestimmte Entscheidung die richtige war. Die Waage wird im Dezember verwöhnt, beziehungsweise die Waage verwöhnt. Die Sterne stehen gut, auf dass das expandieren kann, sich vergrößern kann, was das Vorhaben betrifft. Oh, es hört sich sehr spannend an, liebe Waage. Das war mal das Allgemeine von oben. Jetzt schauen wir hier, was aus den Karten noch kommt, wie sie über die Karten zu dir sprechen. Die Waage. Wow. Das hatte der Schütze auch. Es wird etwas entwurzelt. Es mag auch gut sein, dass eine Person in deinem näheren Umfeld ist, die irgendwie alles kaputt machen möchte oder alles kaputt gemacht hat und du dich mit dieser auseinandersetzen musst. Vor allem ja, wenn es was die Liebe angeht, Eros generell, die Anziehung zwischen zwei Menschen. Es geht aber auch darum, dass du es schaffst, genau herauszufiltern, was denn jetzt eigentlich das Übel an der ganzen Sache ist. Na, jetzt schauen wir mal weiter. Eine Karte noch. Eine Karte noch. Es kann auch gut möglich sein, dass du dich beobachtet fühlst. Sehr gut, also gar kein Grund zur Sorge, liebe Waage. The Destroyer, der Vernichter. Was wird vernichtet? Was möchtest du vernichten? Ja, ich habe das Gefühl, du kommst aus einer Abhängigkeit heraus, liebe Waage. Du kommst aus einer Abhängigkeit heraus, denn du erkennst irgendeinen höheren Sinn. Es ist so wie die Bindeglieder in dieser Ketten, in dieser Kette entschuldigt oder in den Ketten, die dich gefesselt haben. Abhängigkeit über das Körperliche, Abhängigkeit über die Zuneigung, großes Thema. Doch das Wunderbare ist, dass du nach und nach die, ich muss schon sagen, die Leiter des Verständnisses der Erleuchtung eigentlich hinaufschreitest. Du kannst auch alle Zusammenhänge gut erkennen. Das bedeutet eine Aktion und die darauf folgende Konsequenz, eine Entscheidung und die darauf folgende Konsequenz. Vielleicht nimmst du dich selbst genau unter die Lupe, aber vielleicht genauso dein Gegenüber, liebe Waage. Ja, das mit dem sich beobachtet fühlen und ab und an eine Unruhe in sich spüren. Die da oben sagen gerade, es hat, du sollst nicht in Panik geraten. Es hat insofern nichts zu bedeuten. Das ist eine Urangst in dir. Also falls du das hast, dass du dich beobachtet fühlst oder wie auch immer. Es möchte etwas gesehen werden.
Genau diese Urangst, da ist ein Thema für dich drinnen im Dezember, mit dem du dich auseinandersetzen wirst. Aber kein Grund zur Panik, denn es ist alles begrenzt. Es wird auf den Punkt gebracht und du schaffst es sicherlich, dies wunderbarst zu lösen. Ja, falls es jemand ist, der immer wieder der Miesepeter ist, ja, und dir alles versauern will, den kannst du, diese Person kannst du ganz, ganz leicht verbal schachmatt setzen. Nämlich indem du mit der Ironie der Worte sagen sie, nicht dieser Person die eigenen Fehler aufweist, sondern mit Witz und Charme und eben mit Ironie verpackt, so wie du das wunderbar gut kannst, liebe Waage, dich verbal abzugrenzen und eigentlich die Bälle, die dir dieser Miesepeter zuschieben will, die kannst du wunderbar an dir abprallen lassen. Es geht darum, nicht zu reagieren, sondern sie einfach so abzuhalten, auf dass der Ball runterfällt. Gib gar keine Kraft rein, ihn zurückzuwerfen. Denn wie gesagt, die Erleuchtung hier, schaut her, die ist da, die ist nahe. Viele von euch können sich im Dezember auch mit Ritualen beschäftigen. Rituale, auf das Licht, das Licht dieser Welt. Jetzt habe ich hier drin gerade ein Gesicht gesehen, obwohl gar kein Gesicht da ist. Sie sagen, die Beobachtung dessen, was ist, ist sehr fadenscheinig. Du musst mehr fokussieren, auf das du erkennst, was des Übels Kern ist. An der falschen Stelle hast du bisher gesucht. Drehe dich um, öffne dich. Und das Paradies wird dir sein Tor öffnen mit der perfekten Lösung, maßgeschneidert. Wow. Okay, so viel dazu zu den Ritualen. Gut. Schauen wir, liebe Wagen. Ja, ich nehme das für euch. Das Tarot. So, ich mache jetzt dieses Format, weil ich habe keine Lust, die Kommentare immer zu lesen mit den Karten. Gut. Es fällt mir auch wahnsinnig schwer zu mischen mit diesem Finger. Es tut mir sehr leid, dass das hier sehr unhandlich ausschaut, aber da sieht man mal, wie jeder Finger gebraucht wird. Denn diese Fingerschiene ist zwar sehr hilfreich für meinen wehen Finger, doch zum Kartenmischen wahnsinnig unpraktisch. Sie sagen, du hast die Hälfte des Lebens damit verbracht zu suchen. Na, die sind heute sehr mystisch mit dir, liebe Waage. Des Mosaiksteins. Das große Ganze macht es aus, das Gesamtbild. Entscheide dich für den großen Blick. Um zu verstehen die Zusammenhänge. Und das Übel wird herausgerissen. Ich zeige euch die Karte richtig herum. Die Trauer
die Reue, das Verbittertsein, eine Entscheidung bereuen, das sind die Zweifel, die gehen. Und des Wurzels Übel hat auf dich gar keinen Einfluss mehr. Es ist wichtig zu erkennen, was dich all dies gelehrt hat, liebe Waage. Das wirst du erkennen im Dezember. 2 Fünfer. Manifestiere das Materielle. Es ist, dass du urplötzlich herauskommst aus einer Phase der Selbstverstümmelung, sagen sie. Jesus, das wird immer besser hier. Der Selbstverstümmelung, nämlich sich nicht zu zeigen, wie man ist, immer nur in kleinen Häppchen, in kleinen Maßen, immer Angst, zu viel zu sein, zu überschwänglich. Und die Schmerzen vor allem dahinter zu verstecken. Doch damit ist Schluss im Dezember. Ich bekomme vom 5. bis zum 15. Dezember, wirst du irgendwie eine innere Wandlung mitmachen, wahrscheinlich hier mit dem Übeltäter, dass du wirklich sagst, so mir reicht's. Und du ziehst dich metaphorisch im übertragenen Sinne splitternackt aus und sagst, ja, schau dir meine Narben an. Oder vielleicht noch Wunden, die verheilen müssen sogar. Du versteckst dich nicht mehr vor der Öffentlichkeit, vor deinen Mitmenschen und zeigst dich, wie du bist, mit deinen Ängsten, mit deinen Zweifeln. Und sie sagen, das macht dich noch attraktiver, liebe Waage. Denn der Übeltäter hier, die Selbstverstümmelung, es muss ja nicht immer eine andere Person sein, die Selbstverstümmelung, es ist ein goldener Kreis hier. Das Gold ist in dir. Und der Fokus muss darauf gerichtet werden, zu sagen, warum mache ich das hier eigentlich alles mit? Denn hinter der Fassade, liebe Waage, die du immer schön aufrechterhältst, aus welchen Gründen auch immer, ist kein Vorwurf, es ist nur menschlich. Aber hinter dieser Fassade, die eh schon bröckelt, hinter der Fassade, da verbirgt sich doch ganz was anderes. Und wie willst du etwas manifestieren, etwas anziehen, was du dir so sehnlichst wünschst, wenn du dich nicht authentisch zeigst? Das geht doch gar nicht. Es ist wie zum Beispiel, sie sagen mir, dich mit diesem Beispiel darauf hinzuweisen. Man hört ja immer gerne von den Frauen, ach Gott, immer die gleichen Männer ziehe ich an. Einer ist schlimmer als der andere, falls du ein Mann bist. Nehme es nicht persönlich, es ist nur ein Beispiel, das ich wiedergebe. Das Gleiche gilt mit den Frauen, so, ja. Ja, aber es gibt doch einen Grund, warum man immer wieder dieselbe Art Mann anzieht oder dieselbe Art Frau, immer diesen gleichen Partner, der einen in die Verzweiflung stürzt, in die Traurigkeit stürzt, der einen verletzt. Es gibt doch einen Grund dazu. So, und wenn du jetzt aber nicht diesen Grund anschaust und ihn löst, ja, dann geht es immer so weiter. Und das ist das. Du reißt die Mauer ein. Du lässt den Vorhang fallen, nenne es, wie du möchtest. Und du packst den Übeltäter an der Wurzel. Verstanden? Waage Dezember.
Es kann auch beruflich sein, muss nicht unbedingt in Partnerschaft sein. Die Stabilität. Wow, alle verkehrt herum. Aber gut, du lässt viel los im Dezember. Sehr viel lässt du los. Sehr viel Unechtes lässt du los. Ausgeglichenheit kommt. Und das ist deine Power. Selbst das ist verkehrt herum. Und das ist genial. Also, dein Credo war, betont auf war, denn es ändert sich ja jetzt im Dezember. Wenn ich mich so zeige, wie ich bin, mit meinen Ängsten, mit meinen Zweifeln, dann will mich keiner mehr. Dann verliere ich meinen Status. Dann verliere ich meine Stabilität, vor allem die materielle. Du kannst genauso gut ein Chef sein, nennen wir es mal so hier, der oder die mir hier zuschaut, ja, und immer ganz straight in deine Firma hineingehen und eine Fassade wahren, obwohl innerlich du vielleicht total ausgepumpt bist, keinen Bock mehr hast und dir sagst, nee, ich muss das alles zusammenhalten, weil wenn ich Schwäche zeige, ja, meine Mitarbeiter, darum geht es doch überhaupt nicht. Du bist doch auch nur ein Mensch. Habe Mut, dich zu zeigen. Umso authentischer du bist, liebe Waage, und das ist wunderbar, weil im Dezember wirst du das erkennen, umso authentischer du dich gibst, umso authentischer wird das Leben für dich. Und das Toxische, ein Lufthauch, verschwindet. Die Unausgeglichenheit der Emotionen, wo du wie ein Fels in der Brandung standest, obwohl es innerlich wehgetan hat. Wozu denn? Die Manipulation, alles, alles geht. 20. Dezember ist für dich sehr ausschlaggebend. So. Und du machst ja auch überhaupt gar keine Gedanken darüber, was die anderen sagen. Auf gut Deutsch. Es ist dir scheißegal. Und das ist gut so. Denn du wirst jetzt sagen, ich bin dran. Und ich möchte mein Leben so leben, wie ich es leben möchte. Und nicht, wie es mir abverlangt wird oder vordiktiert wird. Jemand möchte dich bezirzen, liebe Waage. Wenn es ums Partnerschaftliche geht, möchte dich jemand bezirzen, umgarnen mit wunderbaren Worten. Doch sie sagen, dieser Diamant ist zu sehr abgeschliffen. Kommt da schon, er oder sie, die Kommunikation, Low Budget, viele versprechen nichts dahinter. Wie gesagt, der Diamant ist zu abgeschliffen, zu verbraucht. Doch du wirst dahinter blicken können. Achte darauf, wenn du wem du Vertrauen schenkst auf Social Media. Denn es ist ein Sammler oder eine Sammlerin. Gut möglich jünger als du. Also, der Dezember ist für dich der Monat. Ich würde schon sagen, meine Stimme versagt. Der lebensverändernd ist. Du möchtest
nur noch Menschen in deinem Umfeld haben, die dich nähren, egal auf welcher Ebene. Nicht die, die du nährst, nicht die, die von dir nehmen, nicht die, die, die von dir erwarten. Ja? Und deswegen wirst du muss schon fast sagen, knallhart aussortieren. Wer bleiben darf und wer gehen muss. Vor allem das Gute bei dir ist, liebe Waage, du kannst sehr schnell dahinter blicken. Sehr schnell. Du entscheidest dich. Dort, wo ein ewiges Hin und Her war. Nicht zu wissen, was soll ich tun, wo soll ich hin. Du warst ewig auf der Suche. Die Suche hört auf. Du findest im Dezember. Du gehst raus aus deinem Kopf hinein in deine Gefühlswelt. Analytisch, ganz analytisch, sortierst du aus, was ist dir länger dienlich, was nicht. Vor allem, wer in einer Ménage à trois sich befunden hat oder der Partner, das wird beendet. Ihr hört auf zu überdenken, ihr hört auf zu rätseln, denn alle Antworten sind bis zum 25. Dezember zu Weihnachten auf dem goldenen Tablett. Und dann, meine Lieben, kann das neue Jahr für euch sicherlich grandios beginnen. Und das schauen wir uns jetzt im Extended an. Der Link dazu ist hier unten in der Infobox. Die gesamte Jahrestendenz für 2022 Monat für Monat. Für diejenigen, die hier aussteigen, wünsche ich euch einen wunderbaren Dezember. Bleibt alle gesund, bleibt alle im Vertrauen und bleibt in euch verankert. Alles Gute, alles Liebe. Ciao.